Der Old Mackenzie Baum. Old. Mach mal so. Nee. Old Mac. Hier sehen Sie einen Daniel, wie er einen Baum benennen will. Aber nicht der englischen Sprache, der nicht mächtig ist. Mackenzie. Und damit willkommen zu Let's Play Minecraft. Oh. Baum. Okay, Baum. Hab ich's richtig geschrieben? Hab ich's richtig geschrieben? Nö. Du schreibst richtig, du. Hallo. Ich hab keinen Bock. Achso, ja, willkommen zu Let's Play Minecraft und so. Das sag ich doch schon! Ja, aber ich muss es ja auch noch sagen. Ja, du bist unbedeutend. Ich bin nicht nur der Gastkommentator, ich bin der Gastmitspieler bei diesem Let's Play, also hab ich ja leider. Okay. Leider. Der hier, das kann ich überschreiben. Lil. In wie nennst du Jimmy? Also Jimmy mit J oder Jimmy mit Jimmy Y hinten? Jimmy. Nenn Jimmy. Jimmy. Little Jimmy Baum. Was tust du meinen Little Jimmy Baum an? Ich glaube, ich habe Jimmy falsch geschrieben. Nein, das reicht. Yeah. Was machen wir heute Schönes? Ich werde zuerst kurz einmal meine Drogenplantage hier mal ändern, aber. Kann es sein, dass du die bei der Drogen. Ah doch, da ist ja ein Gartentor. Ich hab schon gedacht. Ich vermisse aber etwas aus meinem Item-Reservoir. Was? Hab ich dir was gestohlen? Hab ich dir Nein, ich hab's. Ich hab meine Buckets. Oh. Meine Mr. Buckets. Toast the Boss in meinem Mouth. Mr. Bucket. Also ich werde heute an meinem geheimen Versteck weiterbauen, wenn du keine Aufgabe für mich hast, wie so. Wir gehen Dungeon erkunden, du. Dungeon erkunden! Oh! Du. Okay, Onkel Patrick, ich baue mir gleich mal ein Schwert zusammen, Onkel Patrick, aber ich bin ja so aufgeregt. Oh mein Gott. Kannst du dich für eine Sekunde die Klappe halten? Onkel Patrick. Echt, du pisst mich an, du strapazierst meine Geduld, Kleiner. Ey, das war die gleiche Scheiße, ich glaube es nicht. Because somewhere deep down in your heart, you still are gay. Onkel Patrick. Ja. Ja, kleiner Hustenscheißer. Nein, ich hab dich nicht lieb, ich hasse dich. Von ganzem Herzen. Ich hoffe, du stirbst eines Tages einen qualvollen, fettleibigen Tod. Fängt das schon wieder an. Wer ist denn hier fettleibig von uns beiden, ne? Du. Du. Ich bin nicht fettleibig, ich bin gut in Statur. Ach so, ja. Du hast nur Muskeln, ne? Hast du etwas gegen meine Oberschenkelmuskeln? Du Sackrassist, du. Sackrassist? Wie, Alter, hast du mich gerade Sackrassist, ne? Nein, du Pimmelrassist. Din 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 din. Dann kaufst du aus mit Pimmel. Was willst du mit dem Steinschwert? Ich hab ein Holzschwert. Oh, du hast ein Holzschwert. Ich bin der Scout aus Team Fortress. Ey, Knucklehead. You're fucking slow. Jarrah. Jarrah. Der Staun. Woher kommt mir das nochmal bekannt vor, dieses Rauhrah? Irgendwoher kommt mir das bekannt vor. Das oh mein Gott, was war das? Das hört sich an wie ein Ghast aus dem Nether in Minecraft für mich. I don't banane. Ich war noch nie in diesem Nether-Ding. So, jetzt habe ich meine eigene Kiste. Oh, er hat seine eigene Kiste. Ach du Scheiße, jetzt wird's aber. Nee, also nur. Jetzt wird's ernst, jetzt wird's diskret. Jetzt macht er seine eigene Kiste. Und die ist auch noch doppelt so groß wie meine, ist klar. Und meine Kiste steht direkt neben deinem Bett. Also ich würde sagen, wir tauschen die Betten. Das hier ist jetzt meins. Wenn ich mein eigenes Zimmer habe, ist mir das eh vollkommen egal, was dein Bett ist und was meins ist. Noch hast du kein verdammtes eigenes Zimmer, weil wir erstmal Sachen sammeln müssen. So wie. Kann's aber werden, ich hab einen Balkon, du verdammte Hure! Nein, noch nicht. Wir müssen erst in den Dungeon. Fangen wir hier oben ganz oben auf dem Berg an, den Dungeon zu graben. Wir haben unten einen Dungeon-Eingang. Haben wir? Ja, haben wir.
Nur so, damit du weißt, ja. Ja, also ich bin der Typ, der die Fackeln hat und die Rüstung. Also machen wir das so, du gehst vor, wirst jämmerlich verrecken, ich bin hinten und chill mal in der Basis. Okay. Ich muss nur kurz schauen, okay, ich brauche noch ein paar Crafting-Sachen. Ja, hast du Fackeln? Ja, ich habe ein paar Fackeln. Das ist gut. Wir brauchen Fackeln. Ich will ja nicht unvorbereitet in den Dungeon gehen, wie so ein gewisser Herr Daniel. Ich hab Steaks, ich hab Waffen und ich hab zwei Spitzhacken. Aber keine Rüstung. Nö. Ja, Rüstung ist jetzt sowieso überbewertet. Du bist der hier, der beschützt werden muss. Das heißt, du brauchst die Rüstung. Du trägst die ganzen wertvollen Sachen mit dir rum, nicht ich. Was ist denn mein Holzschwert bitte besonders? Sag mir das. Ich bin nur dein Backup. Also im Prinzip breche ich mich davor, wenn einer mit einer Kugel auf dich schießt, springe ich sofort dich, weißt du. So bildlich gesehen. Oh, und ich dachte, du wärst das Backup im Sinne von, wenn mein Gehirn abstürzt. nein, das geht nicht. Dungeon damit. Time! Dungeon Zombie Time! Wo, Zombie? Ja, wo? Ich hab da drin Zombie gehört. Oh, it's gonna be wonderful! Yeah, pass auf, me. Ich sehe schon eine Spinne da unten. Und das Zombie. Oh Gott, this is fucking great, man. Oh Gott, this is so great. Zombiefleisch. Hässliches Zombiefleisch. Also, ich habe so das Gefühl, wohin wollen wir gehen? Ja, ich habe keine Ahnung, ich hasse solche Dungeons. Also, ich wäre dafür, dass wir nach unten gehen. Nach unten ist immer besser. Ja. Wenn wir da oben lang gehen. Eigentlich könnte man da, ach mir egal, das ist als Zukunftsmusik. Irgendwann könnte man da vielleicht mal so einen Weg runterbauen, so einen riesigen Wasserfall, der durch den Berg durchläuft. Von unserem Haus aus irgendwie. Ach, keine Ahnung, mal gucken. Okay, dann sag mir, in welche Richtung willst du gehen? Rechts. Ich folge dir, du bist der Führer und ich bin nur ein Kümmerling. Mit Fackeln. Was ist so? Nicht so schnell. Achtung, hast du das gehört? Ja, hab das Spinne gehört. Da! Stirb! Oh, Faden ist immer gut für... Okay. Warte, ich habe eine Schaufel, da hinten ist ein Gang! Ich habe ein Skelett gehört. Wo kommt das her? Wo ist das? Hast du es auch gehört? Ja, ich höre alles. Ich glaube, das Skelett ist da oben irgendwo. Vorsichtig! Vorsichtig! Möchte bloß eine Fackel anbringen! Oh! Vorsichtig! Okay, hier oben ist zu, also Warte mal kurz, ob wir kurz checken, ist hier vielleicht irgendwo ressourcenmäßig irgendwas? Nö. Ja, dazu müssen wir viel tiefer in die Erde, Mann. Hey, woher glaubst du, hab ich die Eimer, ha? Ich war hier drin schon kurz. Ja und? Ist doch egal, wir müssen trotzdem viel irgendwo planschen Monster rum, sie haben Spaß. Shit, wir haben Nacht. Oh, da oben ist ein Skelett, verdammt, hoffentlich kommt das nicht runter. Die kommen nicht runter, die sind nicht so schlau. Hoffentlich kommen da auch keine Creeper oder so. Egal. Ja. Los. Wartet auf mich, ich muss auch eine Fackel anbringen. Setz uns hier eine Fackel nehmen, gut. Irgendwo steht eine Spinne. Hier hinten ist Eisen. Eisen! General, ich hab Eisen gefunden. Meint, ich muss kurz mal den Sound ein bisschen runterdrehen. So. Okay. Beschütze sie mich, während ich das Eisen abbaue! Ja. Ich beschütze sie mit deinem Leben. Das ist noch komplett neu für mich, ohne Doppeljumps und ohne eine Scatter-Kan rumzulaufen als Scout. Irgendwo hat sich eine Spinne wehgetan. Oh mein Gott, was war das? Ich habe nichts gemacht. Wo sind die Spinnen überhaupt? Ah, Creeper dahinter! Oh, Achtung. Ach, da ist der Creeper. Ah, lass mich hier hoch! Alter. Der spackt eh ab. Von daher. Ah, du Fahrzeug, bewerf dich. Oh. Ey, du machst ihn wütend damit. Er zündet sich gleich. Frisst diesen Block Sand. Ah, verdammt. Der Creeper ist hartnäckig. Wir werden ein hartes Battle. Geh lieber weg. Ich kämpfe hier gegen jedes Monster. Gegen Creeper kämpfe ich nicht. Das kannst du vergessen. Das kannst du schön alleine machen. Ja, dann sei ja, geh weg. Geh weg! Creeper sind die schlimmsten Erzfeinde, die ich nur hier in Minecraft haben kann. Wenn ich gegen die kämpfe, geht garantiert immer was schief. So. Was ist das? Das ist so eine verräterische Tür aus Dreck. Dahinter muss doch irgendwas sein.
Nein. Doch. Ich wette, er ist eine geheime Kammer dahinter oder sowas. Hallo, das ist doch in diesen Filmen immer so. Das ist Sand. Wir sind doch nicht bei Indiana Jones. Wo sind wir dann? Oh, Wasser. Shit. Ich wusste doch, dass dahinter etwas ist. Siehst du? Das ist aber bestimmt nur zum Meer Zugang. Na toll, du hast jetzt das Meer, du hast das Wasser hierher gebracht. Ich wäre dafür, wenn wir wie gerade eben einfach, ich meine wie auf unserem alten Server, nicht wie gerade eben, einfach stur nach unten graben, bis wir was gefunden haben. Weißt du noch, da haben wir uns bis fast ganz nach unten gegraben, da haben wir jede Menge wertvolles Zeug gefunden. Ja, aber ich möchte den Dungeon hier erkunden, wenn wir schon so nah an den Dungeon sind. Ah, Eisen. Eisen. Bei Gronkh ist das aber alles immer viel spannender. Hier sind nur zwei Typen, die denken, sie wären SS-Leute. Oh Mann. Nein, du musst nochmal zu erwähnen, wir sind keine Nazis, danke. Ich kann nur für mich sprechen, ich bin auch kein Nazi. Wie das mit dir aussieht, weiß ich nicht. Nein, ich bin auch. Du bist doch hier der Deutsche, nicht ich! Ich hasse Deutsch. Also ich hasse. Ich hasse Deutsche! Ich bin zwar Deutsch, aber ich hasse Deutsche! Nein, ich hasse nicht Deutsch, ich hasse Deutschland. Das kostet mich hier alles ein bisschen an. Glaubst du, mir geht's besser? Ich will in den Kauf! Enderman! Achtung. Der Enderman tut dir nix! Enderman tut dir nix, solange du dem Enderman nix tust. Gut. Merken? Dann müssen wir versuchen, an dem Pop. Er ist so friedlich! Das Einzige, wo ein Enderman durchdreht, wenn er an der Oberfläche ist und anfängt zu brennen, dann wird er dir die Schuld geben. Also ich hab's mal irgendwo gehört. Er wird vollkommen wahnsinnig. Okay, der Dungeon ist dann doch wieder größer. Ich hatte eigentlich nicht gedacht, dass der so groß wird. Okay, der Enderman ist da unten. Hier ist noch Kohle. Lots of Kohle! Da ist auch jede Menge Kohle. Okay, das ist ja ziemlich... Oh, da hinten sind... Oh, das ist einer von den wertvollen Punktpilzen-Dinger. Ach, die können wir gebrauchen. Wir haben normale Pilze. Ja, ich habe einen mitgenommen. Dann können wir uns Maschenstöh machen. Ich glaube, eine reicht schon für eine Pilzsuppe, ne? Ja. Eine Schüssel, krass. Ein Pilz und ein normaler Pilz. Okay. Krass. Das ist sehr viel Kohle hier. Also hier haben wir etwas entdeckt, wo definitiv mehrere wertvolle Sachen sind. Eine Decke ist auch noch Kohle. Ach, da ist noch Kohle, da habe ich was ausgelassen. Ja, yeah! Kohle. Und da oben ist auch noch Kohle. Da. Aber mein Lord, ihr kotzt mit Sand mit Erde. Das kann ich nicht zulassen. Was denn die Kohle einsammeln? Ich habe ein Problem, ich kann die Kohle nicht einsammeln. Da ist ein Stein in meinem Weg. Nein. Ich cheate das Spiel. Mit der Kohle müssen wir die Verbrennungsöfen anfeuern. Oh nein. Ah, ich hab die Kohle und ich hab deine Erde. Oh, da hab ich noch Kohle. Gehen wir lang, gehen wir da unten lang oder gehen wir hier lang? Es gibt ja zwei Wege. Wir könnten zum Enderman gehen und ihm Hallo sagen. Aber, okay. Aber ich glaube, der hätte was dagegen, weil der sah so aus, als wie es möchte ja nicht gestartet werden. Deswegen gehen wir diesen Weg, wo es noch mehr Eisen gibt. Oh. Meinst du, es gibt doch Enderman, die gestört werden wollen? Oh, Eisen. Ja, natürlich gibt es Enderman, die gestört werden wollen, aber dieser eine Enderman ist von uns weggegangen. Aus diesem Eisen kann man besten Kruppstahl machen. Kruppstahl. Oh, da hinten ist auch noch jede Menge Eisen. Oh mein Gott, haben wir hier viel Eisen gefunden. Und da. Moment. Und bitte schalten Sie auch zu um Mitternacht wieder ein, wenn Kamerad Daniel seine Stange hart wie Kruppstahl zeigt. Oh. Kruppstahl. Oh Mann. Oh, jetzt werde Menge Eisen. Mr. Patrick. Ja, so lange Kohle. Ich muss erst die Kohle abbauen. Bau du doch das Eisen ab. Kohle. Okay, ich brauche nicht zwingend Fackeln, sie haben recht. Ich hack das jetzt hier alles ab und es macht mir so viel Spaß. Vielleicht sollten wir mal andere Stimmen benutzen, nicht so. Naja, provozierende Stimmen. Vielleicht sollten wir einfach mal unsere Stimme so verstellen, dass wir uns anhören wie Teletubbies. Tubbies Musen! Aber das machen wir erst beim nächsten Mal, wenn wir einen Dungeon erkunden, nicht jetzt. Tubbies Musen! Ich hab das Eisen abgebaut. Oh, das ist ein Gang! Oh, zum Glück kommt er. Oh mein Gott! Robin geht das weiter nach oben. Robin! Wir sind nach oben!
Oh, wann müssen wir? Ja, wir müssen vor nach geht's oben. Geht's da weiter? Ich glaube, da geht's nicht weiter. Ich bin oben, aber da geht's nicht weiter. Voll der Beschiss, ey. Was ist das für ein Gang, ey? Jetzt müssen wir doch unseren guten alten Kumpel, den Enderman, besuchen gehen. Voll schwul, ey. Da das ist doch Kolle. Hab die Kolle, was, ey? Ein Kolle. Ey, du hast doch voll Kohle übersehen. Oh nein, ein Creeper. Zurück. Zurück. Wo? Hörtet sie diesen Creeper? Ich töte ihn ganz sicher nicht. Wo ist er? Da oben. Er kommt jetzt gleich hier runter, glaube ich. Nein, der ist noch friedlich. Der ist noch friedlich. Okay, von da. Das sind mir zwei Creeper. Oh mein Gott. Wir werden hier unten sterben, Offizier Patrick. Nein, werden wir nicht. Denn ich habe Bonk Energy Drink. Nö, habe ich nicht. Bin ich den Team Fortress. Oh Gott. Offizier Patrick. Nein. Zwei Creeper, verdammt normal. Ja, solange wir ihnen nichts tun, tun sie uns auch nichts. Aber wir müssen doch irgendwie raus. Ja, lass mich zuerst mal die Ressourcen sammeln, dann stürze ich mich in den Kampf. Ja, ich gebe ihnen ja Rückendeckung, Mr. Patrick. Nie kann man hier irgendwie ohne was mit Ruhe machen, ohne dass hier irgend so ein doofer, blöder Deutscher einfach Stress macht. Was guckt ihr da oben so? Geht wieder zurück in eure, Häuser, Moment, ihr habt gar keine... Helikopter fliegt bei mir rum! Wow, Helikopter! Oh, ne, toll. Oh, das ist das schön. Helikopter. Die Helikopter sind aus bestem Kropfstahl. Oh, Kropfstahl. Wow. Verdammt nochmal. Okay, dann werde ich vielleicht für die Creeper mein Steinschwert ausrüsten. Ja. Ich gebe dir Rückendeckung. Ich hab 18 Eisen. Ich stehe voll hinter dir. Das hörst du. Hallo! Ja, das ist jetzt echt wirklich hinter mir. Da fühlt man sich auch glatt wohl. Hallo! Ich bin mir sicher, dass du das schaffst. Hallo! Die Creeper. Hallo! Von der Party machen! Oh, er ist tot! Oh, er ist tot! Habe ich doch das Gefühl, dass schallt das hier irgendwie extrem in einen Creeper explodiert. Ja, wie auch immer. Hallo, Mr. Creeper da unten! Wolle Party Party! Ah. Oh nein, das ist Skelette, wolle Party Party machen! Moment, da oben ist noch Eisen, habe ich gerade gesehen. Da sehen Sie da. Nein, da ist ein Skelett, wolle Party Party machen, Skelett! Wolle Party Party! Party Party, Skelett! Oh Gott, das Skelett! Der voll böse Skelett! Noch mehr Eisen! Wolle Party Party machen, Skelett! Trickshot, Skelett dort! Und da war es ein zweites Skelett! Wolle Patti Patti machen, Skelett! Hier steckt ein Pfeil in der Wand und hier ist Kohle. Wurdest du gerade abgeschossen? Nein! Kohle! Da schoss doch Kohle. Irgendwas rum! Kohle! Ich höre hier jede Menge Zombies, aber ich sehe keine. Kohle! Also, ich höre hier sehr viel. Wir haben ein Problem! Was denn? Wenn du genau hinhörst, planscht da oben irgendetwas rum. Heißt das, wir sind, Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Sie haben uns den Ausgang abgetrennt. Sie werden kommen und uns töten. Es gibt nur einen Weg. Es gibt nur die eine Lösung. Zum Endweg zu kommen. Ey, Skelett, wolle Patti Patti machen. Komm mal Patti. Nimm mal da. Komm mal, Mantepacke. Komm mal Patti tun da. Nein, auch nicht, Mama, komm mal, Patte! Da ist jede Menge Zeug, Alter! Das Kohle! Es geht doch nicht! Es geht doch nicht! So viel Kohle! Was soll ich denn mit der Kohle? Kann ich da nichts machen mit? Mr. Kann Patrick, ich auf der Bank. Ich habe sie erst in. Ach, hallo! Plakat. Und als ich die Kohle abbaute, spürte ich einen kalten Hauch des Höhlenwindes. Über uns ist etwas. Ich hau mal einen Block aus der Decke weg. Zwei. Der Ausgang ist versperrt. Ja. Und überall lauert ein Monster. Die wertvolle Kohle. Wo kommt dieses Geräusch? Wo kommt da ist ein See. Hörst du das? Ja. Psst. Sag mal leise, ich muss kurz ausorten. Da. Ja! Oh mein Gott! Geh weg! Na, siehst du, was du getan hast? Du kannst nichts mehr Party Party machen! Ja, was, Scheißdreck, ey! Warte mal kurz, nicht abbauen, geh mal hier weg!
Wenn er hier ja, das Wasser einleitet. Ja, sonst muss ich wieder weggehen. Ja, ich möchte doch bloß hier das Wasser einleiten. Ey, nicht so weit weg! Nicht so weit weg! Ja, reg dich doch nicht auf, mein Gott. Ah!